Eine ehemalige Tankstelle an der Bundesstraße 10 bei Ulm-Dornstadt. Tabakspürhund Athos ist in seinem Element. Der belgische Schäferhund sucht einen grauen Kleintransporter ab. Das Fahrzeug war aus Rumänien in Richtung England unterwegs, als es vom Zoll auf der A8 bei Ulm aus dem Verkehr gezogen worden ist. Der Fund von unversteuerten Zigaretten würde die Zollbeamten nicht überraschen. Also wir haben halt, stellen halt seit etwa einem Jahr fest, dass verstärkt eben aus dem osteuropäischen Bereich, also Bulgarien, Rumänien, dann auch weiter Albanien, Mazedonien, gerne mal eben solche Fahrzeuge präpariert werden. Das heißt, professionell auch Verstecke geschaffen werden und dann diese Zigaretten, die es dort eben sehr günstig gibt, in Gebiete gefahren werden, wo man die teurer verkaufen kann, weil dort die Steuer deutlich höher ist, die Tabaksteuer. Und das ist für uns dann einfach der Ansatz, wo wir sagen, wir müssen öfter mal genauer hinschauen und nehmen dann auch gerne den Hund dazu, weil es tatsächlich oft schwierig ist, professionell verbaute Ware dann auch zu entdecken. Um Schmuggel in Deutschland zu bekämpfen, ist der Zoll nicht nur an den Landesgrenzen, sondern regelmäßig auch im Binnenland unterwegs. Die verlassene Tankstelle bei Ulm eignet sich für Fahrzeugkontrollen besonders gut. Also der Zoll ist ja regelmäßig einfach auf den Transitrouten unterwegs, um eben Schmuggel zu bekämpfen. Und da ist hier für uns in Dornstadt oben bei Ulm einfach interessant, dass die Autobahnen A7 und A8 zusammenlaufen. Wir haben eine Ost-West-Verbindung und eine Nord-Süd-Verbindung. Der belgische Schäferhund Athos ist ausgebildeter Spürhund beim Hauptzollamt Ulm. Er ist darauf trainiert, mit seiner Nase Tabak und sogar Bargeld zu erschnüffeln. Also wenn ich normal im Dienst bin mit den Kollegen, wenn wir rausfahren, ziehen mal PKWs, Transporter, Busse, je nachdem. Und wenn was Interessantes für uns dabei ist und wir den Verdacht haben, dass zum Beispiel Bargeld oder Tabak geschmuggelt wird, dann wird der Hund eingesetzt. Genau. Die Suche nach der Schmuggelware ist für den Vierbeiner ein Spiel. Sobald er etwas Verdächtiges erschnüffelt hat, bleibt der 5 Jahre alte Rüde wie angewurzelt stehen. Und damit Athos nicht die Laune verliert, muss manchmal etwas nachgeholfen werden. Langsam. Also ich suche mit dem Hund ab und an auch mal eine Reihe Koffer ab. Und damit der Hund immer eine Bestätigung hat und immer weiß, dass er, wenn er was sucht, auch was findet, stellen wir ab und an auch mal einen Koffer dazwischen. Und das haben wir jetzt gemacht. Ich habe die Reihe von oben nach unten abgesucht und danach hat der Hundelehrwart noch einen bestückten Koffer mit Zigaretten dazwischen gestellt, damit der Hund seine Bestätigung, Belohnung hat und auch heute wieder hochmotiviert aufhört. Schmuggelware haben Athos und seine Kollegen heute nicht gefunden. Der Fahrer dieses Transporters hat lediglich eine Stange Zigaretten im Gepäck. Also alles im Rahmen der erlaubten Freimenge. Er darf weiterfahren. Für Athos geht es nach einer kurzen Spieleinheit zurück ins Auto. Nach einem harten Einsatztag hat der Zollbeamte mit der guten Nase nur noch eines im Sinn: die wohlverdiente Belohnung.